auf das Konto der wegen einer Überfallserie in Norddeutschland gesuchten drei Ex-RAF-Terroristen gehen nach Erkenntnissen der Fahnder zwei weitere Überfälle in Nordrhein-Westfalen. Anhand von DNA-Spuren werden dem Trio Überfälle auf Supermärkte 2006 in Bochum-Wattenscheid und 2009 im westfälischen Löhne angelastet, wie das niedersächsische Landeskriminalamt Helkau am Dienstag in Hannover mitteilte. Die Zahl der mutmaßlich von den Ex-Terroristen Ernst Volker Staub, 63, Burkhard Gaweg, 49, und Daniela Klette, 59, begangenen Raubüberfälle steigt damit auf 12. Zuletzt schlug das Trio laut Polizei im Juni 2016 zu, wie LKA-Chefermittler Matthias Behnke dem Spiegel sagte, gehen die Fahnder inzwischen davon aus, dass die drei mit echtem Ausweis unter einer falschen Identität in Deutschland leben, und zwar seit langem. Für die Überfälle dürften sie ihr Aussehen verändern. Nach den Taten würden sie vermutlich die Maskerade ablegen und ihre Waffen womöglich in ihr Depots aus RAF-Zeiten einlagern. Wir glauben, dass sie in ihrem Lebensumfeld anders aussehen, sagte Behnke dem Spiegel. Zuletzt schlug das Trio laut Polizei im Juni 2016 in Kremlingen bei Braunschweig zu. Mit Panzerfaust und Automatikgewehr überfielen dort zwei Männer und eine Frau einen Geldtransporter und ein Geschäft. Garweg, Klette und Staub gehören zur sogenannten dritten Generation der RAF. Mit Terror haben die jüngsten kriminellen Machenschaften des Trios aber wohl nichts mehr zu tun, eher mit der Altersvorsorge, meinten die Experten. "125 neue Hinweise nach Fahndung. Schnappen die Ermittler jetzt das RAF-Trio, CVH-DPA.